Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen. So wollen wir beginnen mit der Entwicklung des Menschen, und da weist uns wieder hin der Grundstein, die Grundsteinmeditation, die uns Rudolf Steiner gegeben hat, in ihrem vierten Teil, in der siebten und achten Strophe, in der Zeitenwende trat des Weltengeistes Licht in den irdischen Wesensstrom. Nacht dunkel hatte ausgewaltet. Es weist uns auf die ganze Erdenentwicklung, Menschenentwicklung hin, wie der Mensch aus göttlichen Sphären herabgestiegen ist und an einem Wendepunkt nun erleben durfte, wie ein göttliches Wesen, der Menschensohn, der Sohn des Gott, sich mit der Welt- und Erden- und Menschenentwicklung verbunden hat. Und es dann nun dieses Hinabgleiten in das Dunkle zu Ende gehen kann, wenn wir als Menschen das auch mitvollziehen und wir wieder in das Licht, in die geistige, göttliche Welt hineinkommen können, aber nun als selbstbewusste Wesen. Und diese Entwicklung von Mensch und Welt hat Rudolf Steiner, aber natürlich nicht nur Rudolf Steiner, auch andere Menschen, die in der Akasha-Chronik lesen können und schauen können in höherer Wahrnehmung, hat das geschildert, sehr ausführlich, in der Geheimwissenschaft im Umriss, in dem Kapitel Die Weltentwicklung und der Mensch, und natürlich auch in einer Vielzahl von Vorträgen dann genauer eingegangen ist auf die verschiedenen Entwicklungsstufen. Unsere Welt, unser Kosmos als eine Welt, die vom Geist geschaffen ist. Das ist das, was wir als Welt- und Menschenerkenntnis uns erringen können, wenn wir wollen und uns auf den Weg machen wollen und es dann auch akzeptieren wollen. Im Urbeginne war das Wort, sagt uns der Beginn des Johannesevangeliums. Also das geistige Wort war am Urbeginn und aus ihm ist Welt und Mensch geworden. Ein Wesen ist das Wort, das Weltenwesen, der Logos, hat die Welt hervorgebracht und bringt sie immer weiter hervor und bringt sie auch immer weiter in ihrer Entwicklung. Alles in unserer Welt ist von Wesen, von geistigen Wesen hervorgebracht und eine Offenbarung von diesen Wesen. Wesen bringen die Welt und den Menschen hervor. Wir haben es in unserer Welt und in diesem Makrokosmos mit wesenhaften, fortdauernden, schaffenden und lebendigen zu tun. Also in der Geisteswelt, da ist der Tod nicht. Da ist der Tod überwunden für uns Menschen. Was wir hier an Krankheit und Tod fürchten, das ist überwunden in der geistigen Welt. So ist es die Angst, die uns festhalten soll in dieser Welt. Ziel unserer Welt ist es, eigenständige, selbstbewusste Wesen zu schaffen. Der Mensch ist ein solches Wesen, das diese Welt, diese göttlichen und geistigen Wesen hervorbringen wollen. Menschen werden wir, indem wir uns zu uns Ich sagen können. Nur Menschenwesen können auf Erden das tun, dass sie zu sich Ich sagen können. Durch unser Ich werden wir, was ein besonderes Wesensglied des Menschen ist, durch unser Ich werden wir ein selbstständiges, selbstbewusstes, weil geistiges Wesen. Das Ich ist der Geist, der Geistesteil in den Menschen. Eine Welt, in der Gott ewig schon war und sein wird, wo sein Weltenwort den Menschen schafft, einen Menschen, der auf seinen heutigen Entwicklungszeitraum sein Ich entwickelt. Wir haben heute alle Möglichkeiten, unser Ich zur Ich-Bewusstheit, zur Selbstbewusstheit zu entwickeln. Also, wo ein Weltenwort den Menschen schafft, einen Menschen, der auf seinem heutigen Entwicklungszeitraum sein Ich als selbstbewusstes Wesen an seinem selbstbewussten Wesen arbeiten kann, die als Ziel hat, aus dem Göttlichen und dem Geistigen heraus Menschen zu schaffen. Menschen mit einem Ich begrabt und mit einem Ich dadurch in die Fähigkeit versetzt, als frei denkendes Wesen zu
zu Wesen, also zu sein. Die Welt ist also ein Geisteswort, das des Menschen Ich hervorbringen will. Und diese Entwicklung des Menschen, die geht Entwicklungsgesetzmäßigkeiten, die von der geistigen Welt so geschaffen worden sind, entsprechend voran. Wir haben sieben Entwicklungsschritte, sieben große Entwicklungsschritte. Und wir haben das, dass alles von höheren Wesen hervorgeht, hervorgebracht, erschaffen wird. Aus den höheren Wesen gehen niedere Wesen hervor. Und alles geht einen Entwicklungsgang, der sieben Schritte und wieder sieben Unterschritte und sieben, wieder sieben Unterschritte und so weiter durchläuft. In jedem Entwicklungsschritt steigen alle beteiligten Wesen, die die berechtigte Entwicklung mitmachen, um einen Schritt höher. Also wenn wir hier auf Erden uns entwickeln als Menschen, dann werden wir im nächsten Zeitraum sein etwas wie die Engelwesen. Und die Engelwesen werden etwas sein wie die Erzengelwesen. Aber nicht alle Wesen schaffen diese berechtigte Entwicklung. Sie bleiben zurück in der Entwicklung. Und diese bekommen für gewissen Zeitraum eine eigene Region, um ungestört die nicht vollbrachte Entwicklung wiederholen zu können. Beziehungsweise, dass die berechtigt entwickelten Menschen nicht so sehr beeinträchtigt werden oder berechtigt entwickelten Wesen von den nicht so schnell sich entwickelten Wesen. Und die noch schneller sich entwickelten Wesen bekommen auch eigene Regionen. Man kann in dieser Weise ansehen, diese Teilung des großen Planeten, das am Anfang war, die Erde, wo sich herausgelöst hat, die Sonne und wo sich herausgelöst haben, der Mond. Die fortschreitenden, viel schneller sich entwickelnden Wesen, die sich schneller entwickeln als die Menschen, gingen zur Sonne und was ganz hinderlich war für die Menschenentwicklung, das ging in den Mond. Das Böse ist durch die Entscheidung höherer Wesen, höchster Wesen entstanden und schuf die Möglichkeit zur Freiheit für den Menschen. Es ist also eine Substanz geschaffen worden, die einen Raum schaffen kann, in dem der Mensch frei sein kann. Und dadurch, das ist aber dann in einem Zwischenschritt die Entstehung des Bösen. Die Entwicklung des Menschen, also ich bin noch immer bei diesen grundlegenden Sachen der Welten- und Menschenentwicklung. Die Entwicklung des Menschen ging, wie zuvor gesagt, als niedrigeres Wesen, aus höheren hervor. Also wir waren eins. Wir hatten ein Einssein mit der göttlich-geistigen Welt und göttlich-geistigen Wesen. Und die Entwicklung ging so, dass wir immer mehr und mehr uns vom Göttlichen schieden, immer mehr uns trennten, immer mehr nicht mehr erlebten das Göttliche, bis es eben zur völligen Verdunkelung kam, die ja erst im 19. Jahrhundert zu Ende ging. Und diese weitere Verdichtung bedeutet ein Fallen in die Tiefe und in die Sphäre des Ahriman, der Widersacherwesen, die nun in der heutigen Weltenzeitenwende verhindern wollen, dass die Menschen wieder aufsteigen in die geistige Welt. Und es ist diese Entwicklung eben durch das Loslösen vom Göttlichen, aber auch die Möglichkeit eben der Entstehung des Selbstbewusstseins, des Ich-bewussten, freien Menschen. Und ab nun haben wir wieder den Aufstieg. Wir Menschen können, wenn wir Selbstkraft entwickeln, selbst uns arbeiten an uns, dann können wir uns wieder in die geistige Welt zurückwenden, wieder aufsteigen, indem wir uns auch nicht von den ahrimanischen Machinationen, die in der Welt heute herrschen, beeinflussen und beeinträchtigen und behindern lassen. Also ein Wesen der Freiheit und der Liebe ist der Mensch gedacht, wenn er in der nächsten Stufe eines Engelwesens sein wird. Und das muss alle Voraussetzungen erhalten, um frei zu sein von jeder Abhängigkeit. So ist die Erdenevolution unter anderem ein für den Menschen geschaffener Entwicklungsumgebung, die die Zustände erreichen kann und soll. Diese Welt und uns selbst können wir als ein Geschenk der Götter betrachten. All dies als unser Sein wird uns geschenkt, um ein freies, liebefähiges Wesen zu werden. Müssen wir nun die Demut aufbringen, diese ungeheure Opfer und Geschenk zu erkennen. Also die geistige Welt opfert und schenkt sich uns ständig selbst,
um uns diese Möglichkeit der Entwicklung zu bringen. Das sind nicht Wesen, die einmal nur sagen, so und jetzt kommt der Mensch, sondern die ständig mithelfen an unserer Entwicklung. Es ist zu danken und es als Aufgabe zu sehen, mit unserem ganzen Sein entsprechend umzugehen, denn frei können wir nur werden, wenn wir das uns Gebotene nun auch eigenständig weiterentwickeln. Und so haben wir diese 7 Stufen der Erdenentwicklung, wo wir heute in der Erdentwicklung in der Mitte sind. Wir haben den alten Saturn, die alte Sonne, den alten Mond und nun die Erde. Und wenn die Erde nicht mehr sein wird und wieder in die geistige Welt zurückgeht und dann wiedergeboren wird als neuer Planet, dann wird sie sein der Jupiter, also ein neuer Jupiter, danach eine neue Venus und dann am Ende unserer Entwicklung und dieses Entwicklungszykluses am Vulkan wird die Erde sein. Und diese Entwicklungsschritte, die haben in sich das Herausbilden der gesamten Schöpfung. So waren wir am Saturn sozusagen im zeitlichen und räumlichen Nichts. Das war nicht vorhanden. Es entstand am Saturn die Wärme, auf der Sonne das Gasförmige, am Mond das Flüssige und erst auf Erden das Feste. Also wir haben so, wie gesagt, ein immer mehr Heruntersteigen vom Göttlichen in die Tiefen, ein Verdichten in Wärme, gasförmigen, also Luft, wässrigen, flüssigen und nun irdisch festen. Und die menschlichen Wesensglieder sind so entwickelt worden. Also am ältesten Planeten, dem alten Saturn, hatten wir die Entwicklung, die Anfänge, die Essenzen, die dann wurden langsam Schritt für Schritt der physische Leib, also das, was als geistige Strukturierung des physischen Leibes vielleicht bezeichnet werden kann. Auf der Sonne den Ätherleib, also es begann schon ein Leben, und und am Mond den Astralleib, also ein Empfinden, und da auf der Erde eben das Ich, die Selbstbewusstsein. Und aus diesem Ich können wir aus Selbstkraft, aus Eigenbewusstsein, aus Eigentätigkeit heraus in den nächsten Planetenstufen, Jupiter, Venus, Vulkan, dann das Geist selbst, also die Umwandlung des Astralleibes, den Lebensgeist, also die Umwandlung des Ätherleibes, und dann sogar noch auf dem Vulkan die Umwandlung des physischen Leibes. Also wir können dann aus Geisteskraft heraus uns den physischen Leib als Geistesleib, als Geistesmensch bilden. Und einhergehen diese Stufen mit dem Anstieg der Fähigkeit des Bewusstseins. Wir hatten am alten Saturn nur ein Allbewusstsein, also die völlige Verbundenheit mit dem geistigen Wesen. Das ist wie wenn man das Bewusstsein der Materie eines Steines ansieht. Das hat auch ein Bewusstsein, aber eben eine völlige Verbundenheit mit eine unindividualisierte Verbundenheit mit dem Geistigen. Auf der Sonne das tiefschlaftraumlose Bewusstsein, das ist ein Bewusstsein, ähnlich wie das Pflanzenwesen hat, das ja auch etwas wahrnimmt, aber in völliger Verbundenheit ist mit dem Bewusstsein des Irdischen. Und dann auf dem Mond das Traum- oder Bilderbewusstsein, ähnliches Bewusstsein wie die Tiere heute haben. Und heute haben wir das Wach- und Gegenstandsbewusstsein. Also wir können uns als Person, als Individualität, als Subjekt in einer Unabhängigkeit vom Objekt ansehen und erkennen, bewusst erkennen. Und dann steigen wir durch die Ich-Tätigkeit auf in das bewusste Bilderbewusstsein. Also in einem Bewusstsein, in dem wir in der geistigen Welt bewusst leben können. Auf der Venus in ein überphysisches Bewusstsein und auf dem Vulkan in ein spirituelles, bewusstes Allbewusstsein. Also das, was in der Entwicklung auf dem Weg zur Erkenntnis höherer Welten geschildert wird als Einweihungsstufen des Menschen, die Imaginative, das Bewusstsein der Inspiration und das Bewusstsein der Intuition, also der Fähigkeit, völlig bewusst sich mit anderen Wesen völlig in Verbindung zu bringen. Und nun näher betrachtet noch einmal die Planeten. Das ist eben im ersten Schritt der alte Saturn. Am alten Saturn wurden gebildet die Grundlage für eine materielle Welt und für den physischen Leib des Menschen.
Zu Beginn der Saturnentwicklung gab es die Materie noch nicht, kein festes, flüssiges, gasförmiges, keine Wärme, kein Licht, weder Raum noch Zeit existierten. Also wenn wir unseren Vorstellungen und Bewusstsein völlig wegreißen von dem Physischen, dann, und alles uns wegdenken, dann sind wir dort, wo wir am Beginn der Saturnentwicklung sind. Es war nur das Geistige und Seelische vorhanden und aus dem Geistigen heraus haben die höheren geistigen Wesen begonnen, einen Planeten zu bilden, der sich vorerst nur manifestierte in der Wärme. Es war nichts Physisches da, um dies zu beobachten. Und es gab keine Menschen, die sich Bilder davon machen konnten. Die verschiedenen Hierarchien der Engelwesen waren vorhanden, aber um jeweils 4 Stufen niedriger als der heutige Entwicklungsstand. Wir haben ja schon festgestellt, dass jedes Wesen immer bei jeder Planetenrunde um eine Stufe höher steigt. So waren die Engelwesen auf einer Stufe wie Pflanzen, die Erzengel wie Tiere. Die Urbeginne waren die Menschen damals, die Menschenentwicklung durchmachen. Erst die Elohim waren sozusagen etwas wie die heutigen Engelwesen. Und die haben durch ihre Entwicklung immer auch all die Entwicklung selbst mitgemacht und sind dabei höher gestiegen. Dieses selbstlose Hinopfern eigener Wesenheiten, die diese Wesen gemacht haben, und das hauptsächlich die sehr hohen Wesenheiten der Throne, das entwickelt die seelische Wärme. Wärme, die einen ersten Zustand darstellte des alten Saturn. Diese seelische Wärme des Hinopfern des Willens, das ist das große Opfer der Throne, wird das bezeichnet, erzeugt ein Meer von Willen, wogendes Wollen, flutender Mut in seelischer Wärme. Es gibt keine Zeit damals noch, also nur eine Abfolge von Abläufen. So kann hier wohl auch nur von einer logischen Verkettung der Gleichzeitigkeit gesprochen werden. Und diese Entwicklung dauert 7 Stufen, wie auch auf Erden, und in 7 Unterstufen. Und dann, wenn dieser dieser Hauptschritt des Planeten Alter Saturn beendet wird, dann geht alles wieder zurück in die geistige Welt. Es wird wieder aufgelöst und geht in die geistige Welt zurück. Wir haben, das nennt man Pralaya, also den Weltenschlaf, wo der ganze Planet verschwindet. Auch das wird mit der Erde einmal passieren. Und dann kommt das wieder, die alte Sonne. Und da wird immer wiederholt, was vorher in der Entwicklung war, in einer Stufe. Das heißt, auf der alten Sonne wiederholt sich, aber in einer schnelleren Form, weil die Wesen das ja schon einmal durchgemacht haben, das, was vorgegangen ist am alten Saturn. Auch das ist auf Erden passiert und das wird auch in Zukunft wieder passieren, weil es ja um die Entwicklung der Wesen geht. Dann wiederholen sie das, was sie entwickelt haben, immer wieder, um weiter zu lernen, zu steigern, zu wachsen in ihrer Wesenheit. Und am alten Sonne, nach der Entwicklung, die eben auf dem alten Saturn stattgefunden hat, zogen sich alle beteiligten Wesen und damit auch der alte Saturn, also das Wärmegebilde, in die höheren astralen und geistigen Reiche zu einer großen Ruhepause Pralaya zurück. Danach kam die zweite Verkörperung der Erde als Planet der alten Sonne. Hier wird dem Menschen sein Äther und Lebensleib, also es wird ein pflanzenmenschenartiges Wesen eingegliedert, der am Saturn geschaffene physische Leib wird dadurch auf seiner zweiten Stufe der Vollkommenheit gehoben. Wir wissen also dadurch, dass der physische Leib des Menschen der älteste entwickelte Leibesteil des Menschen ist und damit am höchsten in seiner Vollkommenheit steht. Der Mensch kann somit auf einer Stufe, die dem heutigen Pflanzen ähnlich ist, also eine Art Pflanzenmensch, gehoben werden. In seinem Bewusstsein stieg der Mensch zu einem traumlosen Schlafbewusstsein auf. Die alte Sonne kann dabei vorgestellt werden in der Form von Zusammenballungen von Gasen. Also es entsteht das Gasförmige, es entsteht nach dem Wärmeäther am Saturn nun der Lichtäther auf der alten Sonne. Am Beginn der alten Sonne war das noch nicht vorhanden, was wir Raum
als Raum verstehen können. Es gab Wärme, aber keine Luft, kein wässriges. Also dadurch kann man auch nicht von Raum reden, weil nichts da war, was räumlich raumen kann. Aus dem Inneren der Sonne entströmt aber durch die Geister der Weisheit die schenkende Tugend. Die Erzengel, die damals eben auf niedrigerer Stufe waren, strahlten dies von den Außen zurück. Die Erzengel, die Menschheitsstufe damals durchmachten. Es entstand in diesem Strahlen die Luft, das Gasförmige. Durch Innen und Außen im Zeitenverlauf entstand der Raum. Vorerst zweidimensional, also Innen und Außen. Die Cherubim ließen entstehen die Möglichkeit zum Bösen. Die guten Geistgötter schufen das Böse, aber dadurch, dass sich die luziferischen Wesen, die von der regelmäßig vorangegangenen Erdenentwicklung lösen konnten, entstand für den Menschen auch die Freiheit, die Möglichkeit zur Freiheit. Also wir haben am Saturn schon ein Veranlagen dafür, in dem das Opfer der Throne zum Teil nicht angenommen wurde von den Cherubim. Und wir haben hier auf der alten Sonne nun ein weiteres Vorbereiten der Cherubim, dass sich dieses Böse, also das Widersacherwesen, entwickeln kann, um dann für die Freiheit der Menschen eine Möglichkeit zu erschaffen. Und auch dieser Planet geht nach 7 großen Stufen der Entwicklung wieder zurück in die geistige, seelische Welt. Also alle Wesen gehen wieder zurück in die geistige Welt. Und es kommt dann die nächste Verkörperung der Erde, die dritte, der alte Mond. Auf dem alten Mond wurde dem Menschen die Fähigkeit zu einem Traumbewusstsein, Bilderbewusstsein und dem Erleben von Empfindungen gegeben. Der Mensch bekam eine Art von Bewusstsein, wie es auf Erden bei höheren Tieren möglich ist. Das war ein Menschentier. Das Dasein verdichtete sich vom gasförmigen immer mehr bis zu einem flüssigen, dem Element Wasser. Also wir haben die Höhersteigen des Menschen zu einer Art Tiermenschensein. Wir haben die Entstehung des Elementes des Wassers. Wir haben die Entstehung des chemischen Äthers. Und wir haben dann das auf dem alten Mond, was man den Streit am Himmel nennt. Gewisse Wesenheiten, die dem Mondenkörper angepasst waren, bemächtigten sich des ihnen zur Verfügung stehenden Willenselementes, eben dessen, was von den Cherubim nicht angenommenen Opfers der Throne, und entwickelten dadurch ein Eigenleben, das sich unabhängig gestaltet von dem Sonnenleben, von den höheren Wesen. Eines, das in inniger Verbindung mit dem Sonnenleben steht und eines, welches von diesen abgefallen ist. Also wir haben da eine Gliederung, was wir ja heute noch erleben in unserem Leben von der Geburt zum Tod und dann dem Leben nach dem Tode zur nächsten Geburt, wo wir in einer Geschiedenheit vom Göttlichen sind während der irdischen Inkarnation und eine Verbundenheit mit dem Göttlichen nach der irdischen Inkarnation. Und das bildet sich hier schon heraus. Und dadurch haben wir das, was man sagen können, die Entstehung der Freiheit. Von den obersten Hierarchien bis zu einem Teil der Angeloi herab haben wir Wesen, die unbedingt den göttlichen Willen folgen müssen. Also das ist eine Hierarchie der Engelwesen, aber sie tun das, was die dreifaltige Göttlichkeit als göttlichen Willen haben will. Diejenigen Engel, die sich hineingestürzt haben in das, was die Dynamis während des Streites am Himmel angerichtet haben, diese luziferischen Wesen sind die ersten Wesen, die Möglichkeit der Freiheit haben, weil sie nicht mehr unbedingt dem göttlichen Willen folgen. Im Menschen ist sie jedoch erst richtig seit der lemurischen Zeit, die dann auf Erden sein wird, dem sogenannten Sündenfall ausgebildet, diese Möglichkeit zur Freiheit. Und damit kommen wir nun zu dem, was wir eben die Erde nennen. Dieser alte Mond ging wieder zurück in die geistig-seelische Welt, alle Wesen gingen wieder zurück. Und nun inkarniert sich das Ganze wieder, aber nun als neuer Planet der Erde. Und diese Erde macht wieder durch, was vorher am alten Saturn, alter Sonne und alten Mond an Entwicklungen durchgemacht wurde. Und dann geht es weiter.
Der Mensch kann nun in seinem Bewusstsein eine Stufe vom Bilderbewusstsein zum wachen Tagesbewusstsein gehoben werden. Also der Mensch, an dem das Weltenwort schafft, wird durch diese Entwicklung so weit gebracht, dass er weiter hochgehoben werden kann in ein klares, waches Tagesbewusstsein. Zu den bisherigen physischen Zuständen von Wärme, gasförmigen Flüssigen tritt nun eine weitere Verdichtung ein. Also wir gehen mehr in die Tiefe, in das Dunkle hinein als Menschheit, in das Irdische, in das Feste. Durch die Weiterentwicklung der menschlichen Leiber, das Anheben des Bewusstseinszustandes, der Abgeschlossenheit des irdischen Lebens kann nun der Mensch mit dem Ich begabt werden und seine Menschheitsstufe durchmachen. Also er kann individualisiert werden, als eigene individuelle Wesenheit. Er kann sich als Subjekt erleben unter dem Objektiven. Und das Irdische, die Erde wird geschaffen und auch der Lebensäther, so dass wir auf vier verschiedenen Ätherarten hier mit auf Erden haben und wir verschiedene Bewusstseinsstufen entwickelt haben. Diese Bewusstseinsstufen kennen wir ja schon, die werden dann noch feiner gegliedert in der Entwicklung, in den verschiedenen Kulturzeiträumen, wo wir dann die Empfindungsseele, die Verstandes- und Gemütsseele und heute die Bewusstseinsseele als das wirklich selbstbewusste Menschenwesen entwickeln können. Die Erdenverkörperung der Erde wird in Bezug auf diese Ich-Entwicklung auch in die erste Hälfte Erde-Mars, wo der Mensch das Ich geschenkt bekommen hat von den Elohim, und in einer zweiten Hälfte im Erden-Merkur, in der der Mensch das Ich in eigener Tätigkeit ergreifen kann, das möglich ist seit der Tat des Ereignisses von Golgatha, durch die Verbundenheit des Sohnes Gottes mit dem Irdischen. So haben wir auf Erden sieben Hauptzeiträume: die Polarische, die Hyperborea, Lemuria, Atlantis, Nachatlantis. Und dann werden wir noch haben eine sechste und siebte Hauptzeitraum. Und in dem heutigen Kulturzeitraum des Nachatlantischen hatten wir die altindische, die altpersische, die chaldäisch-ägyptische Zeit, die griechisch-römische, heute in der Gegenwart die deutsch-englische. Und in Zukunft werden wir haben die russische, slawische sozusagen und dann die amerikanische. Auf der Erde ist der lemurische Zeit, kam mit der lemurischen Zeit die Veranlagung zum Ich, also dieses Geschenk der Elohim an die Menschheit, das mit dem Ich begabt zu werden, mit der eigenständigen Ich-Geburt dann zur völligen, bewussten, freien Ich-Tätigkeit zur Zeitenwende durch das Ereignis von Golgatha. Seit der lemurischen Zeit arbeitet das Ich zuerst unbewusst an der Verwandlung des Astralleibs, der im Besitz der Leidenschaften und Triebe ist. Dieses Umzuwandeln, den Teil des Astralleibs, ist die Empfindungsseele. Mit dem vollbewussten Ich wird der Mensch am neuen Jupiter, den Astralleib, in das Geist selbst eben verwandelt werden. Ein Astralleib, bei dem alle Leidenschaften und Triebe unter völligen Kontrolle und Bewusstsein des Ichs sind. Und das Ereignis von Golgatha, das ist eben das entscheidende Zeitenwendeereignis für die gesamte Menschen- und Erdenentwicklung in allen sieben Planeten unten. Es ist die eigentliche Ich-Geburt des Menschen. Und da möchte ich jetzt eben noch einmal vom Grundstein lesen, aus dem vierten Teil, den ersten Teil. In der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet, taghelles Licht erstrahlte in Menschenseelen, Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen, Licht, das erleuchtet die Weisen, Königshäupter, göttliches Licht, Christus Sonne. Und auch diese Erdenentwicklung wird eben nach diesen großen Kulturzeiträumen, Hauptzeiträumen auch enden und es wird die ganze Erde bis auf einen gewissen Teil wieder höher steigen mit allen Wesen in die geistig-seelische Welt. Und wir nennen diese neuen nächsten Planetenrunden
den neuen Jupiter, Venus und Vulkan. Und da wird der Mensch wieder eine Stufe höher steigen, von dem heutigen Menschsein hin zu einem Engelwesen sein und im nächsten Schritt auf der Venus zu einem Erzengelwesen sein und auf dem letzten Schritt der Vulkan einem Urbeginne, Achai-Wesen sein. Wir werden ein höheres Bewusstsein noch ausbilden, eben das Geist selbst auf dem Jupiter, den Lebensgeist auf der Venus und den Geist des Menschen Vulkan. Und diese Geistesstufen, an denen können wir schon arbeiten, wenn wir strebend uns mit dem Geist verbinden wollen, in eben dem, was geschildert wird, zum Beispiel in dem Buch Rudolf Steiners über die Wege der Erkenntnis zu höheren Welten. Und diese Planeten werden etwas, wenn man das eben in der Darstellung sieht, wie diese Siebengliederung der Planetenrunden, es drei Absteigende gibt, eine Mitte, die Erde und wieder Aufsteigende. So werden von den alten Planetenrunden eine gewisse Wiederholung jeweils stattfinden in den nächsten Planetenrunden. Also der alte Mond in dem neuen Jupiter, die alte Sonne in der neuen Venus und der alte Saturn im Vulkan. Und es wird natürlich hinzukommen, was erarbeitet wurde und was getan wurde inzwischen, zusätzlich zum Beispiel hier eben bei der Erdenentwicklung. So werden wir sehen, was wir heute auf Erden an schönsten Kunstwerken schaffen, zum Beispiel, dass das als schönste Wesen am Jupiter sich wieder ausbilden wird, wo aber auch das, was wir als unschöne Sachen hier, hässliche Dinge veranstalten, dass das auch als grässliche Wesen auftauchen wird am Jupiter. So ist das eben, dass wir Bewusstsein bekommen als Geisteswesen, dass wir geschaffen wurden von höheren Geistern, dass die wollend immer bei uns sind, uns leiten wollen, freie, selbstbewusste, liebende Wesen zu werden, die in die geistige Welt wieder gelangen wollen, indem sie auch daran arbeiten. Und eben, wir haben diese Widersacherwesen in unserer Welt. Wir sehen, wie sie toben heute und unglaubliche Veranstaltungen tun, dass wir diese Wesen erkennen in ihrem Tun und überwinden und uns nicht von ihnen weiter beeinträchtigen lassen oder von ihnen in die Irre führen lassen, dass wir meinen, wir wären keine Geisteswesen. Vielen herzlichen Dank.